Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch ein bisschen von meinem Vorbereitungsseminar erzählen. Und zwar war das in Bad Bevensen, das ist so in der Nähe von Hamburg. Und da waren wir für ungefähr, ich meine es waren 6 Tage, von Sonntag bis Samstag. Und wir waren 30 Jugendliche und 6 Teamer, also das sind halt so diese Gruppenleiter. Und in diesen 6 Tagen haben wir halt so Sachen besprochen wie, wie verhalte ich mich in der Gastfamilie, was kann ich als Gastgeschenke mitnehmen. Oder wir haben halt auch teilweise so in so Kleingruppen gearbeitet, die dann immer aus einem Teamer und dann aus so ein paar Jugendlichen bestanden. Das waren meistens so 4 bis 6. Da haben wir dann auch so Sachen besprochen wie halt Höhen und Tiefen, wie kann ich damit umgehen. Haben wir uns so gegenseitig Tipps gegeben, wie wir selbst so immer mit schwierigen Situationen umgehen. Und dadurch, dass es ein politisches Stipendium ist, haben wir halt auch an 2 oder 3 Tagen die deutsche und amerikanische Politik als auch Geschichte so ein bisschen behandelt, so ein bisschen aufgefrischt, was wir schon alles in der Schule gemacht haben. Und an diesen Tagen ist eine Frau aus einem Institut zu uns gekommen und hat das dann mit uns gemacht. Also da haben wir viel halt auch in so kleinen Gruppen gearbeitet und bestimmte Themen erarbeitet und dann als Vortrag oder irgendwelche Sachen halt vorbereitet, sodass wir die den anderen präsentieren konnten. Und an einem Tag sind wir dann auch in die KZ-Gedenkstätte Neuengamme gefahren. Und davor und danach haben wir halt auch über die deutsche Geschichte geredet und haben auch so ein bisschen über unsere Eindrücke von dieser Gedenkstätte geredet. Und besonders in diesen 2 Tagen haben wir halt öfters so große Diskussionen geführt, also beabsichtigte Diskussionen. Die haben sich meistens gegen Ende mal so ein bisschen langgezogen, weil die oft schon mal so 1 bis 2 Stunden lang gingen. Aber ich fand die sonst immer sehr interessant, einfach weil sich jeder beteiligt hat. Also in der Schule ist es ja oft so, dass sich so ein paar Leute beteiligen und alle anderen einfach keinen Bock haben. Aber da war es wirklich so, jeder hat sich für diese Themen interessiert, jeder hat sich irgendwie eingebracht und es kamen immer wieder neue Aspekte dazu, was ich wirklich mega interessant fand. Und also wir haben da, zum Beispiel in unserer Freizeit haben wir oft irgendwie so Football gespielt oder an einem Tag haben wir eine Wasserschlacht gemacht. Und also wir haben echt mega viel gemacht. Ich kann jetzt nicht so alles erzählen, so im Detail, weil manche Sachen sonst einfach nicht mehr funktionieren. Aber für mich war diese Woche echt mega cool und ich habe echt tolle Leute kennengelernt und ich kenne halt Leute komplett aus Deutschland, komplett verteilt. Und es gibt halt auch so ein paar Leute, zum Beispiel Lilly, mit der ich jeden Tag schreibe. Also ich habe so ein paar Leute da kennengelernt, mit denen ich mich mega gut verstehe. Und wegen denen, oder auch wegen allen, freue ich mich gerade unglaublich auf den Flug, weil ich die da alle wieder sehe. Ich fliege halt mit denen allen zusammen. Dann sind wir noch 2 Tage in Washington D.C. Und da freue ich mich echt mega drauf. Also die Leute vom 2. Vorbereitungsseminar kommen auch noch mit. Ja, aber ich glaube, der Flug wird komplett irre. Aber genau, und ja, also ich kann nur sagen an alle, die ein Auslandsjahr machen, ihr könnt euch echt auf dieses Vorbereitungsseminar freuen, weil das bei allen, also jeder hat ein Vorbereitungsseminar und ich habe ein paar andere Freunde, die auch ins Ausland gehen und mit denen habe ich mal so darüber geredet und die hatten auch echt so tolle Vorbereitungsseminare. Bei denen war es dann meistens so, dass es ein oder mehrere Wochenenden waren. Bei uns war es halt eine komplette Woche. Aber ja, also da kann man sich echt drauf freuen. Und zwei von meinem Vorbereitungsseminar, also Melissa und Lilly, haben auch beide einen YouTube-Channel. Den verlinke ich mal unten, dann könnt ihr euch das auch gerne mal angucken. Die haben auch schon ein paar coole Videos hochgeladen und werden das auch über das komplette Jahr lang weitermachen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!